Servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Videotagebuch von mir zum Thema Gold. Heute möchte ich euch zwar zeigen, was ich im Postfach habe, aber vielmehr möchte ich mich mal ein bisschen aufregen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, es ist eigentlich heute mehr so ein Real Talk, aber ich bin echt enttäuscht vom Auktionshaus in Dietzschen. Denn ein Trend, der in WOD schon angefangen hat, hat sich in Legion direkt mal weiter gesetzt und weiterentwickelt, und ich finde es echt ganz schlimm und ich verstehe, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so richtig, wie das sein kann. Wenn ihr ins Auktionshaus schaut, Materialien kosten meistens mehr wie das fertige Ergebnis. Sowas darf eigentlich nicht sein. Das Craften an sich muss normalerweise immer mit irgendeinem Obolus belohnt werden, wenn es auch nicht viel ist, aber es muss belohnt werden, und das ist oft nicht der Fall. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein Flask, da ist es so, weil jemand Rang 3 hat und mehrere davon herstellen kann mit Glück oder so. Trotzdem finde ich es ein bisschen komisch, dass es eigentlich durchweg anhaltend so ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde echt mal gern eine Info kriegen von euch, was ihr denn dagegen tut, wie ihr das findet und ob ihr dann lieber farmt, statt euch die Mühe zu machen, im Auktionshaus Gold zu machen. Ich habe es gemacht. Ich hatte, Moment, ich muss mein Fenster hier drin wieder rüberholen. Ich hatte, wie ihr wisst, 90.000 Gold und, warte, ich tue das mal hier perfekt ins Eck, und habe ein bisschen vervielfältigt, aber das meiste meines Goldes, und das werdet ihr auch gleich sehen, kommt wieder von Kräuterkunde. Ich finde Kräuterkunde nicht schlecht und im Moment läuft es ja auch super und macht Spaß, auch wenn ich es nicht oft machen kann, weshalb mein Gold jetzt hier auf dem Char nicht so toll wächst, aber ein bisschen. Ich finde es aber krass einfach, dass die gecrafteten Sachen fast keinen Wert haben. Es ist wirklich die Nadel im Heuhaufen zu finden. Irgendwo, irgendwas, was sich lohnt, wo du wirklich Gold machst. Ich habe es ein bisschen im Kochen gefunden. Da habe ich ein paar Teile gefunden, wo ich auch etwas Gold machen konnte. Angefangen im Markt, direkt war er wieder kaputt. Also es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Und ich bin weiterhin auf der Suche nach einem richtig fiesen Trick, um noch mehr Gold rauszuscheffeln. Allerdings werde ich aufgrund meiner Tests, die ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe, noch ein, zwei andere Videos rausbringen, die dann aber jetzt nicht zum Tagebuch passen, sondern die dann wieder eher in die Richtung Guide oder Test laufen, damit ihr Leute dann auch seht, hat sich das gelohnt, wie hat sich das für ihn gelohnt, warum lohnt sich sowas, etc. pp. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal das Aha auf, die Post auf und schauen von oben runter, was wir bekommen haben. Hier haben wir herzhaftes Festmahl zurückbekommen. War zu dem Zeitpunkt, wo ich es verkaufen wollte, 600 Gold wert. Hier steht jetzt, ja gut, Herstellungskosten 278 plus 93 Gold Gewinn. Ja, wäre ich okay. Aber trotzdem nicht der Rede wert. So, jetzt fangen wir hier an. Hier habe ich 10 Stück. Waren es 10 Stück? 20 Stück für 7.975 Gold verkauft. Daran habe ich ungefähr 3.500 bis 4.000 Gold Gewinn gemacht. Das gleiche hat man nochmal. Danach habe ich ein Morgenlicht. Morgenlicht bekomme ich ständig von meiner Schulterverzauberung, beziehungsweise die anderen Steine auch. Und die geben nochmal 4.000. Ja. Danach haben wir dreimal Obliterum verkauft. Das habe ich, wie in meinem Video damals gezeigt, mit Alchemie gemacht. Hat Gold gebracht. Ich glaube, ich habe mein Gold sogar verdoppelt zu dem Zeitpunkt. Die Samen waren 7 Gold wert oder 6 Gold wert, kurze Zeit, hat jemand viel reingestellt, und die das Obliterum war quasi für 3.500 Gold oder so drin. Wie gesagt, haben wir ja gerade gesehen, wie viel Gold es war. Gerade im Gucken. So, okay, schauen wir mal weiter. Dranaischer Trank der Beweglichkeit. Jetzt denkt ihr euch, was? Dranaischer Trank der Beweglichkeit? Das ist doch nicht aktuell, was ist das? Ja, viele Leute können sich die aktuellen Pots nicht leisten, also macht Totem die nicht mehr aktuellen und verdient auch daran ordentlich Gold. Das gleiche hier nochmal, 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 nochmal. Wer sich fragt, wo kriege ich diesen Pot der Beweglichkeit? Ich werde vielleicht auch mal nochmal so ein Video machen, aber ganz wichtig für euch, die jetzt eh das Tagebuch schauen, geht nach Sturmschild, wo die Allianz ihre Basis hat in Warlords of Draenor, und geht einfach dort zum Alchemie-Lehrer, Händler, und der verkauft euch das Rezept für die Teile. Ganz billig,
kostet nichts und ja, ziemlich schnell zu erlernen. Ich musste niesen, sorry. Aber weiter geht's. Hier haben wir wieder einen Schattenrubin, der wieder in die Kategorie Schulterverzauberung fällt. Und direkt danach kommt einige Male Barracuda à la Mergleton. Denn die habe ich vom Kochen. Sag mal, was ist denn los? Entschuldigung. Die habe ich vom Kochen. Und auch wieder mit Angeln und so Gewinn gemacht. Ja, es war jetzt nicht so viel, wie wenn ich jetzt Kräuterkunde gemacht hätte in der Zeit. Aber ich konnte Arena queuen und ganz gemütlich nebenher ein, zwei Würfe immer machen. War jetzt okay. So, dann haben wir zweimal das Auge der Prophezeiung. Das riecht uns doch direkt nach was? Genau, es war mal wieder eine Schulterverzauberungs- bzw. ein Sack aus der Schulterverzauberung. Habe jetzt gerade keinen hier, sonst hätte ich das euch mal gezeigt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wieder Barracuda, nochmal Obliterum. Und jetzt kommt's. Wieder Dranaischer Trank. Richtig schön. Uralter Heiltrank auch. Habe ich auch eine Zeit lang verkauft hier, wie man sieht. Wieder Barracuda, Heiltrank. Jetzt kommt's. Besudelte Verstärkungsrune. Da hat sich jemand im AH vertan. Und wer sich an unseren Sniper Guide kennt, ja, erinnern kann, da habe ich ein bisschen gesnipert im Auktionshaus. Wann war's? Letzte Woche, vorletzte Woche war das. Schon ein Weilchen her. Auf jeden Fall habe ich halt gesnipert. Und die poppen so auf, besudelte Rune, bla bla bla. 10 Gold pro Stück. Und ich dachte erst, es wären die alten. Aber dann habe ich mir gedacht, für die alten geht es eigentlich auch noch der Preis. Komm, kauf mal. Und dann habe ich erst realisiert im Nachhinein, dass es ja die neuen sind. Und ja, war richtig glücklich. Damit konnte man jetzt mal, wie viel waren das? Ah, mit 9 Stück konnte man 8000 Gold machen. Ist schon relativ krass, ne? Ja, dann haben wir nochmal Dränischer Trank hier ordentlich voll gefüllt. Wieder Barracuda vom Angeln. Also, ihr seht so, in welche Richtung ich gehe. Ich mache es mir nicht mehr so viel mit Farm. Es kommen zwar gleich noch Farmsachen. Zwar umgewandelt, also man erkennt es nicht mehr, dass ich gefarmt habe, aber trotzdem, ja, geht es mehr in eine andere Richtung. Teufelswurz habe ich auch ersnipert. Da habe ich pro Stück, was haben wir hier? Das war eins. Ich glaube, ich habe pro Stück 50 Gold oder 60 Gold gezahlt, ich weiß es nicht mehr. Also, Sniper funktioniert immer noch relativ gut. Allerdings habe ich die meiste Zeit, wo ich im AH bin und Sniper, kein Glück. Muss ich ehrlich sagen, irgendwie klappt es bei mir nicht so mit dem Snipern. Das waren jetzt mal die zwei Sachen, wo es sich wirklich gelohnt hat. Uralter Heiltrank, jawohl. Gold, Gold, Gold. Und jetzt kommt der Trank des alten Krieges. Und Leute, ihr werdet jetzt denken, wow, 18.000 Gold, er ist so reich, er hat so ein Glück und so top und so super. Nee, da habe ich echt verkackt. Und zwar dachte ich, ich könnte dieses Zeug klüger verkaufen als Pots, wie als Mats. Und hab Minus gemacht. Also hätte ich die Mats pur verkauft, hätte ich mehr Gold erreicht wie mit den Pots. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Dumm. Normalerweise, wenn ihr immer, wenn ihr was craftet, Leute, schaut vor allem, aha, die Mats kosten. Wenn die teurer sind als das gecraftete, dann macht's nicht. Dann verkauft lieber eure Mats, wenn ihr welche habt, aber dann macht's einfach nicht. Und ich war so blöd und hab's natürlich gemacht. Und im Nachhinein dachte ich mir so, als kleiner Klugscheißer, dachte ich mir, ah, cooler Gewinn und so. Wie viel hätte ich denn für die Mats gezahlt? Soll ich noch ein paar Mats kaufen? Und sehe so, ah, Mats sind teurer wie das. Oh. Das ist halt ein Problem. Aber das kann immer wieder passieren, Leute. Also ich weiß, da ist niemand vor uns geschützt. Aber 18.000 Gold sind besser als nichts, sage ich jetzt mal. Das haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sehr cool. Dann haben wir noch, habe ich noch großes dränisches Fläschchen. Ich glaube, der Intelligenz war das. Ne, der Beweglichkeit. Habe ich noch vertickert. Das war auch von dem einen Mal, wo ich die anderen Fläschchen hergestellt habe. Übrigens, die Pots haben ein Weilchen gedauert, bis ich sie verkauft gekriegt habe, aber dann ging es eigentlich. Also war okay. Auktionshaus, hier. Uralter Mana-Kristall. Den habe ich einfach gefunden in Surama, dachte ich, komm auch direkt weg. Dann nochmal Teufelswurz. Das waren die anderen. Die habe ich in einem Stack verkauft. Und Dranaischer Trank der Beweglichkeit kommt wieder ums Eck. Uralter Mana-Trank. Naja, hat sich nicht so gelohnt. Leylichtsplitter, das sind die blauen Teile der Verzauberungskunst. Habe ich einfach viele gehabt. Oder einige gehabt. Dann Malstrom.
Saphir, Chaoskristall, habe ich 14 Stück verkauft, habe ich 26.000 Gold mitgemacht. Und dann habe ich nochmal 18 Stück verkauft und 14.000 Gold gemacht. Hat sich nicht gelohnt. Witzig, wenn man sowas im Nachhinein erst nochmal durchguckt. Uralter Heiltrank, auch wieder verkauft. Und jetzt kommt was, was mich selber verwundert hat, und zwar war das eine Brustplatte. Ihr Name ist Aetryns immer warmende Brustplatte. Die hatte Gegenstandsstufe 300, 835, ich glaube nur. Aber hat 38.000 Gold reingebracht, weil die sah auch nicht schlecht aus, fand ich, oder ganz witzig. Und deswegen war ich echt glücklich, dass ich dafür noch so viel Kohle bekommen konnte. Das für einen random Drop, einfach für einen random Mob beim PvP machen war das, glaube ich. Also beim World Quest PvP. Ja, Runenschuppenkeul haben wir auch schon mal vertickert. Dann haben wir hier nochmal Trank des alten Krieges, um einfach an ein bisschen Gold ranzukommen. Die ganze Zeit habe ich das gefarmt, umgewandelt. Da am Anfang war es übrigens auch noch lukrativ. So, dann ein Oblet herum. Da hatten wir sogar noch fahle Pigmente vom Inschriftenkundler. Da waren die auch noch was wert. Wieder ein Oblet herum, noch ein Oblet herum. Delikatessenplatte der Hochgeborenen. Auch wieder was zum Kochen. 7.590 Gold, echt cool. Trank des alten Krieges, 1.233 Gold. Aha. Jetzt haben wir hier noch höheres Gebot. Da habe ich auf eine Formel geboten. Witzig. Hier, die Formel Hals mal des erfahrenen Soldaten. Das war die Stufe 3 davon. Aha, ein Silber geboten. Geizkragen. Hier, und dann haben wir noch zwei Runen am Anfang verkauft, beziehungsweise eine Rune und dann hier nochmal 20 Runen. Was mich jetzt auf einen Gewinn von 90, müssen wir 90.000 hatte ich ja ungefähr, dann müssen wir 10 draufrechnen, dann hatte ich 349.000 Gold gemacht, Leute. Stimmt das? Ja, das müsste stimmen. richtig nice. Ich muss echt sagen, sorry jetzt für die kurze Pause, aber ich habe gerade wirklich überlegt, das ist jetzt eigentlich alles dadurch entstanden, dass ich wirklich nicht viel gemacht habe. Ne? Ihr seht ja, was ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen gekocht, ich habe die World Quest gemacht, dadurch den anderen Scheiß bekommen und ihr könnt jetzt die 40k abziehen, das war halt Glück. Und dann habe ich vielleicht 3 oder 4 Stunden, höchstens, eher 2 Stunden, ne, eher 3 Stunden, 3 waren es schon. Ich habe dreimal 1 Stunde gefarmt für die Tränke und zack, hat man so viel Kohle. Also ich finde es schon übel, weil ich jetzt echt nicht damit gerechnet habe, weil ihr habt ja gesehen, ein paar Sachen lagen schon ein bisschen zurück. Wie gesagt, ich versuche so oft wie möglich ein Update zu machen und ich möchte auch in Zukunft weiter meine Guides bringen. Aber ich habe halt entschieden, dass ich die Guideform als Guide behalte und nicht im Goldtagebuch bringe. Im Goldtagebuch spreche ich mit euch, welcher Guide für mich am meisten gebracht hat. Oder wie ich die Lage sehe, so wie zum Beispiel das mit dem Auktionshaus. Ich bin sowas von enttäuscht, dass es nicht mehr klappt, dass man was craftet und Gold dabei verdient. Also es klappt schon, aber sehr selten und sehr mühsam. Das klappt einfach nicht mehr so gut. Und im Gegenzug dazu jetzt habe ich, ohne dass ich wirklich viel gefarmt habe, wirklich viel Gold erfarmt. Ohne dass ich jetzt mir Gedanken drüber gemacht habe. Also wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, und wirklich mal Gold bräuchte. Ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die so wie ich 2 Millionen noch rumliegen haben, sondern ich meine die Leute, die vielleicht anfangen, die hier zum ersten Mal auf dem Kanal sind, die frisch dabei sind oder die frisch mit Gold anfangen. Farmt. Farmt einfach ein bisschen, beißt euch durch, guckt eine Serie und farmt eine Runde. Es lohnt sich so krass. Ich kann es immer nur nicht glauben, aber es lohnt sich so krass. Ich meine, teilweise 70.000 Gold pro Stunde. Wo soll man das hinkriegen? Ich meine, World of Warcraft kostet eine Stunde Farmzeit quasi. Wenn ihr eine Stunde umherfarmt, dann könnt ihr euch einen Monat Game-Time kaufen quasi. Das ist doch nice. Also, wie gesagt, Leute, mein Appell an euch, farmt, farmt, farmt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde euch wieder auf dem Laufenden halten. Das nächste Video kommt schneller und ein dickeres Update, dass ihr wisst, was ich wieder aktuell mache, was sich für mich aktuell lohnt und wie ich an die Sache rangehe, weil so langsam interessieren mich auch mal ein paar andere Märkte. Bis dann, haut rein, ciao!